Spielzeug von damals, eine 200 Jahre alte Standuhr. Autos, die es so nicht mehr zu kaufen gibt. Ein Einkaufscenter wird zur Versteigerungshalle. Diese Gegenstände sind teils über 100 Jahre alt. Die Plus City stellt 250 Exponate aus. Auch er macht mit. Landeshauptmann Thomas Stelzer versteigert ein besonderes Kleidungsstück. Das ist die Krawatte, die ich getragen habe in der Hofburg, als ich zum ersten Mal als Landeshauptmann vom Herrn Bundespräsidenten van der Bellen angelobt wurde. Das war im April 2017, ein sehr feierliches Moment im Maria-Theresien-Zimmer der Hofburg. Die Krawatte habe ich mir aufgehoben, habe sie selten getragen seither, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein guter Anlass, vielleicht hat wer Freude dran. 750. Wer bietet mehr? Hier gibt's Cash für Raritäten. Ein Teil des Geldes spendet der Lions Club Pasching an Bedürftige. Meine Kollegen vom Club machen das alle ehrenamtlich, wir machen es gern und wir hoffen, dass wir damit auch wieder viele Leute helfen können. Kunsthändler Markus Grahl schätzt den Wert der Gegenstände. Er handelt seit über 30 Jahren mit Antiquitäten. Der Hörschinger ist bekannt aus der TV-Sendung Bares für Rares. Das ist wirklich das Prunkstück von der Auktion. Das ist ein VW Cabrio, Baujahr 1966, mit der großen Maschine drin, mit 60 PS, hat 6000 Kilometer drauf. Und das Schöne ist, er ist wirklich ein Originaler. War immer ein Cabrio und der VW, der springt an, wenn man einmal umdreht, ist sicher eine Wertanlage. Es sind im Internet, der ist mit 35.000 wieder gerufen. Ich habe es gesehen im Internet, 50.000 bis 60.000 sind solche drinnen mit dem Baujahr. Diese Uhr ist eine der ältesten Schätze der Charity-Aktion. Man muss sich vorstellen, diese Uhr, obwohl sie schon 200 Jahre alt ist, hat Viertelstundenschlagwerk und hat eine Datumsanzeige. Also das war in dieser Zeit natürlich was ganz, ganz Besonderes. Zurück zur Versteigerung der Krawatte von Landeshauptmann Thomas Stelzer. Eventagenturchefin Johanna Seiser und Kunsthändler Walter Freller im Duell. Geht an die Nummer 11 für 2500 zum Dritten. Die Krawatte bekommt Johanna Seiser. Circa 12.000 Euro hat die Versteigerung eingebracht. Der Erlös geht an Hilfsprojekte des Lions Club Pasching. So, danke schön, danke Johanna.